Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Und jetzt ist es soweit, wir wollen Wien endgültig ans Netz nehmen. Zuvor müssen wir noch ein bisschen schauen, was hier los ist, ja, weil nämlich hier sich die Gleise geändert haben. Müssen wir noch mal ganz kurz zurück. Pass auf, Linie verwalten. Und zwar ist das jetzt in Budapest nicht mehr das Gleis, sondern das Gleis. Genau, und du bist auch nicht mehr. Moment mal. Da. Du bist in Budapest auch ein anderes Gleis, und zwar bist du jetzt das da. Genau. Okay. Gut. Dann haben wir das gemacht. Haben wir eigentlich hier. Oh ja, ich sehe schon. Können wir noch was konfigurieren, heißt das hier. Und zwar hätte ich noch gerne hier. Was ist das da? Seiteneingang. Nee, so eine Unterführung würde ich sagen. Da haben wir ja welche. Von oben. Und zwar hier. So. Also, Play. Gut. Mal schauen, ob das funktioniert. Nochmal kurz zurück nach Wien. Die Busse fahren schon. Ja, sieht ganz gut aus. Okay, jetzt brauchen wir einen Zug, der jetzt hier hin und her pendelt. Erstmal. Dafür müssen wir jetzt mal kurz ein Depot mal bauen. Sonst wird es nichts. Machen wir es mal so. Dann hier rüber, würde ich sagen. Genau. Und dann ein Gebäude bitte. Ein Depot. Perfekt. So. Und jetzt brauchen wir, Fahrzeug kaufen. Eine Lokomotive. Und zwar nehmen wir, nehmen wir vielleicht noch mal elektrische Nähe. 30 Millionen. Jetzt haben die uns die andere weggenommen. Gell? Ja, bleibt nur noch die. Ja, nehmen wir die. Und dann Passagiere. Und zwar 1, 2, 3. Reicht erstmal. Und damit wieder ein neuer Passagierzug. Passagiere von Budapest. Da Pest Wien. Kann man so lassen? Ja. Oh, da stimmt die Farbe nicht. Das geht natürlich nicht. Die auch nicht. So. Wo bist du? Mit Pfeil, ohne Pfeil, ist alles bunt gemischt hier oder was? Junge, Junge, Junge. Oh Mann, da muss man auch mal aufräumen. Der kommt weg, der Pfeil. So. Und zwar von da nach da. Los geht's. Na komm, trau dich. Da ist er. Da ist unser Zug. Jetzt geht's los hier. Jawohl. Perfekt. Oh, was ist da los mit den Ziegeln? Ja, übrigens, Budapest ist jetzt mit Ziegel beliefert. Das hilft natürlich im Wachstum. Sehr gut. Ja, weil wir gerade bei Wachstum sind, würde ich sagen, nehmen wir gleich auch noch Wien mit dazu, damit die auch noch wachsen. Ja, dafür ist jetzt die Frage, was machen wir mit LKWs hier rüber? Ganz klar, würde ich sagen, es ist nur die Frage, wo bauen wir die LKW-Station hin? Schauen wir uns bitte nochmal die Verteilung hier an, hier oben.
wo können wir unsere Station hinsetzen, ohne dass wir was hier kaputt machen. Wieder zu weit weg. Es ist alles zu weit weg. Oh je, 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 je. Das ist wieder nicht so toll. Ja, gibt es keine Ziegelsteine. Ja, ja, das ist nicht so easy hier, ne? Was ist da, ein Berg? Nee, ist da kein Berg, oder? Nee. Warte mal, wenn wir da jetzt einfach reinbauen, was passiert dann? Ich hoffe nichts. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Tut mir leid, aber irgendwo müssen wir was machen. Ja, genau. Einfach mal reingepflanzt hier. Gut. Jetzt geht's weiter mit. Ah, der Zug kommt an. Natürlich noch leer, ist klar, weil es hat sich noch nicht umgesprochen. Aber die Busse. Sind hier die Busse hin? Da fahren sie. Was haben die für einen Takt? Ja, geht. Einigermaßen. Einigermaßen funktioniert das. Okay. Ah, habe ich angenommen hier. Seht ihr das? Ja, perfekt. Wunderbar. Jetzt brauchen wir natürlich nochmal zwei LKWs. Das Depot setzen wir jetzt mal hier hin. Mehr in die Mitte. Und zwar Fahrzeuge kaufen. Ziegelei ist hier. 1, 2. Und dann bitte neue Linie. Die lautet Ziegel Wien LKW. Oh, falsch. Falsch getippt. Nicht LKW, sondern LKW. So. Und dann macht man hier bitte blau. Okay. Und jetzt die Stationen von hier nach da. Genau, du bist nicht Oberwien, du bist Wien LKW Station. Wien City ist besser, glaube ich, oder? So, Wien City LKW Station. Genau. Ich muss noch den Bahnhof umbenennen. So. Gut. Ja, damit sollte auch das funktionieren. Da werden wir irgendwann mal noch einen zweiten Steinbruch hinsetzen müssen. Hilft alles nichts, weil ich glaube, der alleine reicht da nicht mehr aus, um beides zu unterstützen hier. Aber jetzt erstmal fürs Erste reicht das. Perfekt. So soll es sein. Habe ich schon angenommen, die Sprungnase. Gut. Ja, wie geht's weiter? Also wie gesagt, irgendwann mal kommt. Oh, der erste ist da. Sehr gut. Ja, hier geht's weiter jetzt nach Venezia rüber. Das wird jetzt eine richtig geile Strecke werden. Und dann irgendwann mal nach Rom. Damit wir Venezia anschließen können, brauchen wir natürlich wieder mal den Blick hier. Ja, da müssen wir auch wieder da hinten oder hier. Ich glaube, ich mache das hier rein. Hey, der Witzker. Du musst das halbe Meer wieder verschieben.
Also entweder hierhin, da müssen wir das ganze Meer hier zuschütten, oder hier hinten. Ja, den Zug lassen wir hinten drüber fahren hier, würde ich sagen. Ja, nicht einfach. So. Okay. So eine Steinbrücke. Ich will eine Steinbrücke. Ich will was Schnelleres haben, wenn es geht. Also Stein ist doch was. So. Oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt ist lustig. Jetzt geht's richtig ans Eingemachte hier. Nee. Es würde gehen. so. Also vom Motiv her wird das bestimmt eine super Strecke werden. Also vom Fahren her einmalig. Aber ob es ist auch bringen wird, das ist die entscheidende Frage. Hier müssen wir wieder, hier müssen wir abbauen, hilft mir alles nichts. Tut mir leid. Nur so geht es hier mit radikaler Gewalt. Kommen wir hier rüber, würde ich sagen. So. Okay. Hier, machen wir mal hier hin, würde ich sagen, den Bahnhof. Wir haben ja mehr in die Mitte, oder? So, damit wir den Radius noch mitbekommen, würde ich sagen. Dafür muss der weg, ganz klar. Ja, und der natürlich auch. So, hier hin. Das ist gut. Jetzt kommt der Bogen hier rüber. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass das nicht so steil wird, der Bogen hier. Ah, es ist wieder. Ja, tut mir leid, liebe Bewohner, aber irgendwann muss jeder mal gehen. Ja. 79 fährt ihr hier das. Junge, 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 es ist natürlich Wahnsinn. Sollte ja 79 fahren, da soll schon hier ein bisschen mit Schwung rüberkommen. So. Schließlich ist ja das alles verlorene Zeit hier, ne? Pass auf.
Ja gut, dann macht er halt hier 60. Ja. Na gut. So, genau, perfekt. Ja, einfach eine, ja, super Strecke. so, hier konfigurieren natürlich wieder, ist klar. Wir wollen hier schauen, dass hier weiter die Strecke gebaut wird. Deswegen müssen wir da jetzt schauen, dass hier auch was vorwärts geht. Halt. Eins, zwei, drei. Hallo? So, hier wieder eine Weiche natürlich, ist klar. Gut. Eine Güte, immer wieder dieses Spielchen hier, so. Über das Wasser hier, das wird natürlich ein super Motiv werden. Und so. Und so. Ja, da muss auch noch eine Ampel hin. Warte mal, machen wir das mal so. Dann würde ich sagen, machen wir hier. Geht nicht. Dann machen wir hier. Sag einmal, was ist da los? Ah ja, jetzt geht's. Nee. Hier geht es dann raus, genau. Ja, das glaube ich passt ganz gut hier. Na komm, Autosave. Die Güterstrecke lassen wir jetzt mal ein bisschen hier pausieren, bis der Rest dann angekurbelt ist. Und dann können wir immer noch dann die Güter hier reinsetzen. Ich möchte jetzt einfach mal wieder Passagiere hier nach Rom kriegen. Das ist eigentlich das Ziel. Das werden wir wahrscheinlich jetzt das nächste Mal schaffen. So, aber ich glaube, dass das jetzt mit den Bussen und so hier in Wien ganz gut funktioniert, oder? Sechs Stück. Das ist okay, das passt. Jetzt könnte man natürlich hergehen und könnte den weiterfahren lassen. Wo ist er denn? Da ist er. Genau, du fährst jetzt mal weiter. Und zwar Linie verwalten. Der wird irgendwann mal nach Rom fahren. Aber ist erstmal nach Venezia. Wo ist Venezia? Da. Okay. Ich würde mal sagen, weil es ist ja schon ein bisschen weit für einen Zug alleine, oder? Der Takt ist nämlich ganz schön lange, oder? Wie lange dauert das? 8 Minuten, um Gottes Willen, da fährt ja niemand mit dem Zug. Das heißt, wir machen hier mal Klonen. Jetzt müssen wir warten, bis der andere in Wien angekommen ist, weil ich möchte es haben, dass die sich dann treffen irgendwo. Am besten natürlich irgendwo in der Mitte. Dafür muss aber der hier jetzt erstmal nach Venezia fahren.
Ja, komm. So. Den machen wir jetzt mal kurz auf Stopp hier, weil der in Wien angekommen ist. Ne, der ist in Budapest. Entschuldigung. Budapest und der ist in Wien angekommen, genau. Oh, schau dir mal den Zug hier an. 28 schon für Venezia, das? Uiuiuiui. Da wird's ja richtig geil hier. Okay. Ja, das wird natürlich dann super, weil wir hier gleich dann. Sorgen werden, dass Venezia angeschlossen wird. Das ist unser Standardprozedere. Richtig, genau. Zuerst mal müssen wir die Straße ersetzen, weil sonst wird das gar nichts. So. Jetzt brauchen wir nochmal bitte die Bushaltestelle. Und zwar geht's hier los. Dann fahrt der hier vorbei. Hier vorbei. Hier vorbei. Ah, falsche Richtung, mein Lieber. Wir müssen natürlich hier hin. Und dann würde ich sagen, noch eine dahin. Ja, okay. Okay. Wo ist das Depot? Wir haben kein Depot hier, oder? Kann ja nicht sein, wir müssen doch irgendwo die Sachen her haben. Da ist es. Mitten in der Stadt. Achso. So, der ist jetzt in Venezia angekommen. Jetzt müssen wir ganz kurz den hinten freischalten. Wo bist du? Da. Sonst haben wir hier gleich einen Stau. Und go. Okay. Gut. Ja. So langsam werden wir hier unten diese Städte auch noch anschließen. Das ist doch was, oder? So, dann machen wir hier mal gleich PBF plus GBF. Und jetzt machen wir noch ein schönes Bildchen natürlich für unser Thumbnail, würde ich sagen. Gut, passt. Ja, Venezia wird jetzt dann natürlich auch versorgt werden. Ihr seht ja, die Güter sind relativ gleich. Also deswegen können wir uns da natürlich dann eigentlich nichts großartigen Schnitz erlauben. Zum Beispiel die hier werden dann die Ziegel nach Venezia liefern. Schon mal das erste hier. Das ist doch die Frage, wohin damit? Ach ja, da vorne gleich vielleicht. Das ist eine Idee. Hier vielleicht hin. Halt, nicht das da brauchen wir. Hier vielleicht hin, das würde passen. Zum Beispiel, genau. Ist der ausgelastet? Noch nicht ganz. Okay. Ja. Das sind ja so Kleinigkeiten noch am Schluss. Fahrzeuge kaufen, dann können wir jetzt hier gehen und sagen, hier wollen wir mal zweimal Ziegel haben, bitte. Wir machen jetzt hier Ziegel wie
Venezia. Heißt natürlich nicht Venezia, sondern Venedig, aber ich lasse es jetzt mal so. LKW. Farbe noch ein bitte. Nee. Und dann brauchen wir die bitte einmal hier und einmal da. Und du bist, weißt du, bist nicht Heidrich, du bist, doch Heidrich heißt der, okay, interessant. Du heißt Venezia LKW Station City. Okay, gut. Ja, da haben wir wieder einiges geschafft jetzt in den letzten beiden Folgen. Wie sieht's hier aus? Bist du schon fast voll? Nein, noch nicht. Okay. Die Steinsche. Ja, da müssen wir auf jeden Fall einen Steinbruch hinbauen. Hilft alles nichts. Das hilft alles nichts, weil sonst geht der bald unter und dann passiert hier nichts. Das wollen wir natürlich nicht. Würde sagen, machen wir das so. Steinbruch, den zweiten bauen wir hier hin. Und jetzt eine Straße noch bitte. So. Genau so soll es sein. Gut. Ja. Zum Ende der Folge wieder mal ein positives Gefühl. Hier geht die Post ab, hoffe ich. Und hier natürlich auch. Ah, schon 40 Leute mit dabei, sehr gut. So soll es sein. Jo. Ich würde sagen, das passt doch soweit wieder. Das nächste Mal werden wir Rom anschließen. Das wird auch nochmal lustig werden in Sachen Gebirge hier. Ja, weiß ich noch nicht. Könnte man da einen Bahnhof hinbauen? Eventuell. Das ist jetzt die spannende Frage. Hier müssen wir den ganzen Berg abtragen, hier hinten. Rechtsseitig hier vorne müssen wir eventuell das Meer aufschütten. Ja, das wird spannend werden, wie es weitergeht. Wir haben bis der erste Zug in Rom einfährt. Okay, ja. Aber das soll uns dann das nächste Mal beschäftigen, würde ich sagen. Hier. Nee, hier passt doch alles, okay. Ja, ich würde sagen, das reicht erstmal für heute, für diese Folge. Wir haben alles soweit jetzt ans Laufen gebracht hier unten. Ein paar Städte haben wir noch und irgendwann mal haben wir dann alle Städte angeschlossen und dann könnte das Spiel eventuell ja nicht vorbei sein, aber ja, dann haben wir alle Ziele erfüllt, würde ich sagen. Aber noch ein paar haben wir und dann heißt es nur noch Güter transportieren, wo immer möglich. Ah, jetzt wächst du wieder. Sehr gut. Na gut, dann bedanke ich mich und sage mit diesen Bildern hier,
bis zum nächsten Mal. Tschüss.